Er ist anders verrückt als die meisten anderen Verrückten. Seine Verrücktheit besteht nicht darin, dass er eine bestimmte Wahrheit oder einen Wert überbetont und verabsolutiert. Verrückt ist er insofern, als er seiner eigentlichen Bestimmung nicht gerecht wird. Ja, nicht einmal versucht, ihr gerecht zu werden. Lassen Sie mich anhand von Römer 12,1 sagen, was ich meine. Da heißt es, ich fordere euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott gefällt. Einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Theo würde darauf hinweisen, dass der letzte Satz im griechischen Grundtext genau übersetzt, das ist euer vernünftiger Gottesdienst lautet, und dass da im Griechischen das Wort Logikos vorkommt. Paulus sagt also dem Sinne nach, als Christ verhalte man sich nur dann logisch, wenn man mit Leib und Leben für Gott da sein. Halbherziges Christsein ist unsinnig, unlogisch, denn es widerspricht unserem Daseinszweck. Wir sind als Christen nicht für ein Christsein mit eingeschränktem Funktionsumfang geschaffen. Ich habe früher einmal am Bondi Beach in Sydney gewohnt und da habe ich mich ständig über eine zitterige alte Dame aufgeregt, die mit ihrem heißen Ferrari von Double Bay her über den Hügel an unseren Strand gefahren kam, um hier ihren Morgenspaziergang zu absolvieren. Der Ferrari war garantiert nie schneller als mit 50 km pro Stunde gefahren worden. Ach du Scheiße. Und so oft ich an ihm vorbeikam und ich strich fast täglich um ihn herum, warum wohl? Hörte ich ihm dazu rufen, hilf mir, erlöse mich, brich mich auf und fahr mich aus. Ich weiß. Das ist so geil. Sie wissen, und der Ferrari wusste, dass so ein Ferrari gebaut worden war, um gefahren zu werden. Ich meine, richtig gefahren. Mit 50 km pro Stunde im Ferrari durch die Gegend zu tuckern, war der reinste Missbrauch, ja, ein Kapitalverbrechen. Es war schlicht und ergreifend unlogisch, verrückt. Dass ein Vogel fliegt, ist logisch. Er ist zum Fliegen geschaffen. Es ist logisch, dass man in einer Segeljacht segelt und mit einem Fernsehapparat fernsieht. Ein Flugzeug, das sein Leben lang im Hangar bleibt, ist in diesem Sinne verrückt. Und so verstanden ist auch der ernüchterte Norbert ein verrückter Christ. Er lebt unter Wert, schöpft sein Potenzial überhaupt nicht aus. Den Satz, sei wer du bist, hat er auch nicht annähernd begriffen. Und kann man auch von Norbert etwas lernen? Na klar, Mann. Astrologie. Sie werden staunen. Ja, dazu müssen wir allerdings nicht darauf achten, was Norbert tut oder nicht tut. Was? Sondern wir müssen uns mit den Motiven hinter seinem speziellen christlichen Lebensstil beschäftigen. Norbert kann nämlich mit den geistlich abgehobenen, superfrommen nichts anfangen. Und seine Kontakte zu den verschiedensten Plastikchristen mit ihrer frommen Fassade, vielleicht ist er sogar mit einer Vertreterin verheiratet, haben ihm den Blick für authentisches Christsein verstellt. Bei diesen Superchristen kann es sich um eine charismatische Carla oder einen glaubensbewegten Werner handeln oder eine Abart dieser Typen. Tief in seinem Innern meint Norbert, wenn man nur so Christus dienen kann, kann ich nicht mithalten. Da bin ich offenbar aus dem falschen Holz geschnitzt. Ich habe nicht das Zeug zu einem so hingebungsvollen Nachfolger Christi. Damit schüttet Norbert allerdings das Kind mit dem Bade aus, glaubt er doch, das falsche Bild, das ihm die Christen, mit denen er Kontakt hat, vor Augen gestellt haben, sei das biblische Modell des Lebens im Dienst Gottes. Wahrscheinlich gehört Norbert zu den Leuten, die geistliche Minderwertigkeitskomplexe haben, aber dabei ein gesundes Gespür für Echtheit und Recht und Unrecht, das den durchschnittlichen, verrückten Christen in den Schatten stellt. Er durchschaut religiösen Traditionalismus und das unreflektierte Übernehmen aller möglichen Dogmen. Er nimmt sich meistens selbst nicht so wichtig und kann deshalb über sich und seine Fehler lachen. Da höre ich doch Braveheart hier in meinem Ohr. Chabon.
machen. Allerdings auch über die Fehler der Gemeinde. Damit handelt er sich nicht selten Kritik ein, hält man ihn doch leicht für einen Rebellen. Oft hat er auch ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Er glaubt nämlich felsenfest, dass wir den Kontakt zur Welt nicht verlieren dürfen und die anderen Menschen dort unter den Einfluss Christi bringen müssen. Im Gegensatz zu vielen Mitchristen weiß er aus eigener Erfahrung, dass die Frommen und ihr Frömmigkeitsstil Nicht-Christen vielfach abstoßen und nicht anziehen. Allerdings bewegt er sich in seinem Bemühen, seinen nicht-christlichen Freunden zu zeigen, ihr könnt Christen werden und trotzdem normal bleiben, immer weiter auf die Wertvorstellungen und das Verhalten der Nicht-Christen zu, sodass er sich schließlich überhaupt nicht mehr erkennbar von ihnen unterscheidet. Er selbst nennt das Empathie, Identifikation und evangelistischer Lebensstil. Aus der Sicht seiner christlichen Freunde und aus biblischer Perspektive hat er sich jedoch leider so sehr angepasst, dass für ihn nicht mehr die Faustregel in der Welt, aber nicht zur Welt gehörend gilt, sondern die Schlussfolgerung, dass er weitgehend in der Welt aufgegangen ist. Er als Salz ist zwar in Kontakt mit der verlorenen Menschheit, aber sein Einfluss tendiert gegen Null, weil er seine Salzkraft verloren hat. Der amerikanische Evangelist D.L. Moody hat einmal gesagt, das Schiff gehört ins Meer. Aber Gnade ihm Gott, wenn das Meer ins Schiff eindringt. Das ist bei Norbert passiert. Sein Zeugnis, seine Wertmaßstäbe und schließlich sein Glaube versinken in dem Meer, das ihn umgibt. Freispruch aus Mangel an Beweisen? Norbert ist der Prototyp des Tarnkappenchristen. Der bekannte Spruch, sagen wir, wenn es gesetzwidrig wäre, Christ zu sein, müsste der Richter sie dann aus Mangel an Beweisen freisprechen, könnte auf Norbert zugeschnitten sein. Gewiss, Norbert ist kein geistlich abgehobener Superchrist. Leider kann man bei ihm überhaupt nichts Geistliches entdecken. Na, das stimmt überhaupt nicht. Wer aus lauter Angst als Blender zu erscheinen, sein Licht überhaupt nicht mehr leuchten lässt, verliert irgendwann einmal die innere Orientierung und damit auch jegliche Möglichkeit, anderen den Weg zu Gott zu weisen. Wenn sich tatsächlich einmal eine Möglichkeit ergibt, einem Freund oder Verwandten zu erzählen, was er wirklich glaubt, lösen seine Worte zwar Verblüffung aus, aber das ist auch die einzige Wirkung. Die Leute reagieren mit, was, du bist Christ? Ich glaube, mein Panzer kriegt Junge, das hätte ich nie gedacht. Wenn ein flüchtiger Bekannter so etwas sagt, mag das normal sein. Wenn aber die Eltern oder gute Freunde dermaßen erstaunt reagieren, sollte das zu denken geben. Norbert ist auf der einen Seite der christlichen Straße im Graben gelandet und auf der gegenüberliegenden Seite tummeln sich die meisten anderen verrückten Christen, die wir uns angeschaut haben, im parallelen Straßengraben. Norbert mag in einem anderen Glauben hocken, aber auch er kommt auf dem christlichen Glaubensweg nicht weiter. Mit seiner Überreaktion auf ein gesetzliches oder unechtes Christsein, ist er ein ebenso wenig überzeugender Zeuge wie die anderen, von denen er sich so sorgfältig zu distanzieren versucht. Wenn es etwas gibt, was einen Norbert zu einer Kehrtwendung veranlassen kann, dann ist es die Begegnung mit authentischem Glauben. Wenn er seinen Zynismus nur eine Weile überwinden und sich auf die Begegnung mit einer guten, in der Bibel verwurzelten und geistig gesunden Gemeinschaft von Christen einlassen kann oder mit einem Freund oder Kollegen, der ihm echten Glauben und wirkliche Liebe vorlebt, dann kann es bei Norbert zu einer inneren Revolution kommen. Sein Hunger nach Echtheit und Wahrheit erwacht wieder. Das ist das reinste Wunder, denn nach so vielen Bewegungen, Begegnungen mit geheucheltem oder manipulierendem und krankmachendem Glauben hat er fast das Handtuch geworfen und sein Herz hat sich nach und nach mit einer immer dicker werdenden Schicht aus Zweifel und Zynismus überzogen. Im Kontakt mit echten Christen und ihrem transparenten Christsein wird nach und nach das innere Feuer neu entfacht, das in seiner Frühzeit als junger Christ in ihm brannte. Im Grunde braucht Norbert die Herausforderung, sich an der Lösung des Problems zu beteiligen, statt ein Teil des Problems zu sein. Auf Scheinheiligkeit in der christlichen Gemeinde können wir reagieren, indem wir uns ihr anpassen oder indem wir uns vom Glauben verabschieden. Es gibt aber noch einen dritten Weg und der besteht darin, konsequent Christus nachzufolgen, der zu seiner Zeit
kompromisslos Gesetzlichkeit, religiöse Unterdrückung und Scheinheiligkeit anprangerte und seinen Glauben auslebte, ohne dem Druck seiner Umwelt nachzugeben. Ein engagierter Norbert, der aus seiner vorübergehenden Ernüchterung heraus neu entflammt und motiviert wurde, wird eine der Säulen der Gemeinde sein. Ach, die ist er doch schon längst. Sein Gespür für Echtes und seine... Ich muss schon mal weitermachen. Nein, nix mag Lennigan hier. Oh, liebe Orax alone, die sind auch zu heftig, Alter. Ja, da kriege ich aber auch einen Miss. Das hat man schon. Das ist schön. Sein Gespür für Echtes und seine Nüchternheit werden gebraucht. Nichts anzufangen ist mit seinem Zynismus und seinem Fluchtinstinkt. Der ernüchterte Norbert. Verschiedene Merkmale. Lieblingsbibelteile, das Hohelied und die Evangelien. Am wenigsten beliebte Bibelteile, die 5 Mosebücher und die neutestamentlichen Briefe. Lieblings-TV-Sendungen, alle, wirklich alle, außer den Sendungen mit TV-Evangelisten. Kommt gut aus mit allen anderen aus der Fraktion der zynischen, nörgelnden, wenig verbindlichen und halb distanzierten der Gemeinde, aber jeweils nur für ein paar Losstunden. Wir hören Laserhawk, Shoulder of Orion. Bei mir auf dem Kanal. Mit einem selbstgebastelten Video. Hat Vorbehalte gegen alle verrückten Christen. Am schlimmsten findet er die charismatische Carla, Endzeit Edi und Dämonen Derek. Losung? Also ehrlich. Pampers. Wow. Die gutgläubige Gundula. Du wirst es nicht glauben, aber... Thank you.